Hi Freunde, herzlich willkommen aus Kapstadt. In diesem Video möchte ich dir einfach mal ganz kurz sagen, wie ich Bilder im Gegenlicht mache. Also, ich nehme meine Kamera und meistens fotografiere ich im AV-Modus. Das ist hier das A oben auf der Canon, das AV, und bei Nikon ist es das A. Das ist der Blendenautomatikmodus, das heißt, der Zeitautomatikmodus, Entschuldigung. Du gibst die Blende vor und die Zeit wird automatisch errechnet. Deswegen ist es die Zeitautomatik. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel das 35mm 1.4 drauf. Und wenn man im Gegenlicht fotografiert, sollte man auch relativ offenblendig fotografieren. Das gibt meistens so ein schönes, überstrahlten Hintergrund. Und damit man jetzt das Vordergrundmotiv auch noch hell genug bekommt, weil wenn du ganz einfach nur so ein Objekt im Gegenlicht fotografierst, wird es meistens schwarz. Das heißt, man hat quasi ein Silhouettenbild, das kann man auch machen. Aber um jetzt das Motiv von vorne etwas aufzuhellen, wenn man keinen Reflektor dabei hat, nehme ich einfach die Belichtungskorrektur. Und das ist bei Canon relativ einfach. Wenn ich bei Canon hier vorne den Auslöser halb durchdrücke und hier vorne die Zeit im Display erscheint, dann kann ich ganz einfach mit dem Rädchen hier hinten die Belichtungskorrektur aktivieren und kann da diesen kleinen Balken, wo ihr eine 0, plus 1, plus 2, minus 1, minus 2 seht, kann ich diesen Balken einfach verschieben. Das heißt jetzt, wenn ich im Zeitautomatikmodus bin, das kann ich ja muss ich mich um die Zeit nicht kümmern. Das heißt, ich stelle die Blende ein, stelle die ISO ein und die Kamera errechnet mir die Zeit. Ja, das heißt, ich gebe ihr die Blende vor und ich gebe ihr die ISO vor und den Rest muss sie selber machen. Und wenn ich jetzt aber ein Bild mache und das wird zu dunkel, oder für meinen Geschmack zu dunkel, da muss ich der Kamera sagen, bitte, liebe Kamera, mach doch das Bild etwas heller. Und das geht richtig, richtig gut über die Belichtungskorrektur. Probier es einfach mal aus.